Aufzeichnung und ich glaube jetzt. Unterschrift noch ganz Mittel der Schrift kommt noch. Ach. Bei mir muss ich sagen, was auch ganz klar sein wird. So. So, ist jetzt alles da. Und niemand hat da ja gegenüber die Lehrern ganz anders aufgetreten. Ja, und damals war bei der Fahrt die eigentlich nicht möglich, dass man da läuft alles, wenn du anfangen willst. Ja, wenn du mit mir liebst, ich hab's nur bei dir gemacht. Ich würde dann jetzt loslegen. Nur nicht zu laut, sonst. Perfekt, das dauert. Na gut, dann fangen wir an. Letzte Reihe, hallo. Danke. So, ich halte heute eine kleine kurze Einführung in FSO. Zumindest sieben Fragen zu beantworten. Das wird dann auch beim nächsten Workshop abgeprüft. Also merkt es euch bitte genau. Kurz noch zu mir. Nächstes Jahr habe ich 10-Jähriges in dem Wissensgebiet. An welchem Tag? Ich muss mal gucken, wann ich den ersten Commit in Handhelds.org eingecheckt habe. Das lässt sich. Dann schauen wir das in den nächsten Workshop, den Tag. Ja, also die Beziehungen zu Handhelds.org sind nicht mehr die besten nach den ganzen Patentstreitigkeiten, aber schauen wir mal. Genau, also 10 Jahre mache ich das fast schon über Handhelds.org zu Zauberus, zu OpenSynthet, Open Embedded, OpenGX, Open MoCo. Und jetzt FSO. Genau, dabei gibt es immer, da gab es so zwei große Dinge, die mich irgendwie angeleitet haben. Einmal, ich glaube an Mark Weisers Vision vom verschwindenden Computer, Disappearing Computer, vor 20 Jahren, 1983 glaube ich, 30 Jahre, formuliert. Grundtheorie ist, dass irgendwann die Rechenleistung so groß und ubiquitär, also allgegenwärtig wird, dass man sie als solche nicht mehr unbedingt nah wahrnimmt. Das heißt, dass sie in Alltagsgegenstände reinwandert und man einfach mit ihr interagiert, also mit Räumen, mit Gegenständen, die über Rechenleistung verfügen, ohne dass man im Prinzip den klassischen PC oder auch nur ein Handy oder so im Kopf hat. Daran glaube ich, dass es irgendwann kommt und wenn man die mobilen Geräte von heute sieht, unterstützen die diese These. Und dann glaube ich an Power to the People. Also ich habe immer versucht, Software zu demokratisieren auf eine Art und Weise, dass es für viele Leute möglich ist, was selber zu machen. Das, was man dazu braucht, ist neben der Verfügbarkeit von Hardware, das ist ja ein Problem, dem wir uns anwenden müssen, auch die Verfügbarkeit von offenen Architekturen, die hinreichend hoch abstrahiert sind, dass man nicht erst ein Jahr studieren muss, um was machen zu können produktiv. Daran glaube ich, und das liegt auch so ein bisschen dem FSO zugrunde, wie wir vielleicht nachher noch sehen werden. Gut, neben diesen hehren, tollen Zielen habe ich auch die dunkle Seite der Macht. Das ist ein kleines Portfolio aus den Produkten, die ich mit meiner GBR momentan für iOS-Plattform mache. Das sind Auftragsarbeiten und eigene Arbeiten. Ja, das gehört leider dazu, wenn man ein bisschen Geld verdienen möchte. Im Einzelnen geht es heute um 7 Punkte. 2, 4, 6, 7, ja, das stimmt. Das sollt ihr eigentlich mitnehmen aus dem Vortrag. Was ist es? Wie kam es dazu? Was gehört dazu? Worauf läuft es? Wer benutzt es? Wie kann man was damit machen? Wie geht es weiter? So, was ist FSO? Um die Frage zu beantworten, habe ich mal die gegenwärtige Version der Webseite kopiert. Via Screenshot. Ach so. Da sieht man, FreeSmartphone.org ist ein modern service-based middleware platform for Linux-based embedded systems. Tailored for simple and uniform access of all features. Ja, bla bla. Completely free software and allows you to concentrate on your application problems. Also im Wesentlichen ist es Middleware, dem der Begriff neu ist, ist im Wesentlichen das, was weder die Anwendungsleute machen wollen, noch die Leute aus der Netzwerkschicht. Also eigentlich das, was niemand gerne macht. Simple and Uniform Access. Einfach zugreifen auf die Features und uniform. Uniform ist da das Stichwort, denn wer schon mal was
entwickelt hat, schon, vielleicht schon mal eine ganze Anwendung entwickelt hat, weiß, dass man sich gerade unter modernen Betriebssystemen mit einer Vielzahl von Schnittstellen plagen muss. Ob das SysFS, PROCFS, IOCTL, Library Interfaces, irgendwelche Interprozesskommunikation oder ganz oben JSON, HTTP, XML, was nicht alles. Man muss also sehr viele verschiedene Schnittstellen kennen, um wirklich bestimmte Probleme zu lösen. Die Idee von FSO ist, dass das einfach geht, damit im Prinzip jeder mitmachen kann. Es gibt so ein paar Service-Domains, das heißt also Suchsysteme haben wir die bei uns genannt. Da geht es um Hardware-Abstraktion, es geht um Telefonie. Das ist ja ein System, was vornehmlich für mobile Plattformen, also für Mobiltelefone geschrieben wurde. Networking, Zeit, Datum und Lokation, wo bin ich, warum bin ich, Datenhaltung und Nutzer. Genau, großer Knackpunkt ist Plugin-Architektur. Es ist oft so, dass das Middleware nicht pluggable ist. Und das ist dann schwierig, wenn man mal was dran ändern möchte. Da muss man entweder das große Ding verstehen oder es sein lassen. Hardware-Support, zentrale Sache. Viele Middleware-Plattformen sind hardware-spezifisch, weil sie eigentlich mit einem Gerät im Kopf geschrieben worden sind. Das habe ich damals versucht zu vermeiden. Holistic Approach, ganzheitlich, das ist auch ein Konzept aus der Pädagogik, ganzheitliche Bildung, ganzheitliche Erziehung ist sehr wichtig heutzutage mit allen Sinnen und allen Lernen. Und ganzheitlich heißt hier im Wesentlichen, wir versuchen alles abzudecken, dass man nicht dann für die Hälfte der Feature von wieder doch irgendeine andere Schnittstelle nehmen muss. No strings attached, im Prinzip nichts, worauf man sich einlassen muss, wenn man FSO benutzen möchte, außer einem, das ist Devos API, dazu kommen wir später. Und es gäbe auch die Möglichkeit, kommerziellen Support zu leisten, wenn das jemand wünschen würde. So, ganz grob also, was es ist. Wie es dazu kam, eigentlich auch mittlerweile bekannt, als OpenMoko gebaut wurde, insbesondere die Distribution 2007, 2008, gab es viele Probleme, die Anwendungsprogrammierer hatten. Unter anderem, dass die Service-Welten, das heißt die Basisabstraktionen, die man benutzt, zum Beispiel sowas wie Qtopia, immer so alles oder nichts war. Entweder man nimmt das komplette Ding oder man muss komplette Telefonie-Stack selber schreiben. Das sind so die Optionen, die man hatte. Exklusiver Hardware-Zugriff. Es war eigentlich nicht vorgesehen, dass man zum Beispiel Qtopia vielleicht nimmt, aber eine andere Telefonieanwendung obendrauf packt, um das zu machen. Das wäre ja vielleicht am besten so noch gleichzeitig mit der ursprünglichen läuft. Das ist einfach nicht vorgesehen gewesen. Fehlende Modularität, Erweiterbarkeit, alles oder nichts. Und relativ doch gerätespezifisch. Also man hat, wenn man schon in den Sourcen überall die IFDEVs für verschiedene Plattformen sieht, weiß man, dass es vielleicht irgendwie nicht richtig gut gemacht worden ist. Wenn man weiß, wie das historisch gewachsen ist, das war eigentlich auch immer mal eine Demo, die ich heute mal an zwei Nächten zusammengehackt hatte. Und wie das nochmal so ist, Demo-Code, Prototypen leben länger. Sharp, kleine Anekdote, Sharp dachte, wir können das dann nehmen für den Zauberus, weil das ist ja irgendwie schon fast fertig. Und hat dann aber, glaube ich, nochmal 10 bis 20 Mannjahre reinstecken müssen, also 10 bis 20 Leute ein Jahr lang, um Qtopia, damals hieß es noch QPE, so fit zu machen, dass man es im kommerziellen Produkt nicht im Zauberus überhaupt schippen konnte. So, das war so die eine Ebene, diese Service-Welten. Jetzt kommen wir wieder auf die Schnittstellenfrage. Der kanonische, der übliche Weg, um irgendwelche Funktionalität zu exportieren unter Linux, ist die schreibende Bibliothek. Schreibt eine Library, die kapselt das alles und dann kannst du damit arbeiten. Das ist gut und wichtig für viele Zwecke, hat aber auch Schwierigkeiten. Schwierigkeiten sind zum Beispiel die Sicherheit. Wenn ich ein Library-Interface habe, dann kann im Prinzip jeder, der linken kann an die Library, der kann die Library benutzen.
Oder ich setze irgendwie noch so eine Art User-Level-Security-Konzept rein, dass ich mich gegenüber der Library mit einem Token oder irgendwas authentifizieren muss. Das machen die wenigsten Leute. Das heißt, es ist schwierig, da prozesskonulare Kontrolle zu haben. Wer darf was? Konkurrierender Zugriff ist grundsätzlich auch ein Problem. Es bringt die Bibliothek nicht mit. Viele Bibliotheken machen das so, dass ich einen Client anmelden muss und dann hat er irgendwie ein bestimmtes Handle und dann redet er damit, aber das ist nicht kein Feature, was mit der Library-Schnittstelle einhergeht, sondern das muss man extra schreiben. Bindungen zu anderen Sprachen sind ein großes Problem. Oft sind die Library-Schnittstellen C. Und zunächst mal hat man dann auch nur C oder da, wo man C einfach aufrufen kann. Das geht bei einigen Sprachen, kann man mehr oder minder gut C-Interfaces einbinden. Aber für obskurere Dinge, wie heißt diese Sprache? COBOL, genau. COBOL ist dieses Ding, was immer mal alle 20 Jahre, wenn irgendein Millennium sich das Ende neigt, wieder ausgegraben wird, dass da nochmal was geändert werden muss, weil es noch so viel im Zugriff ist. COBOL oder Smalltalk oder so ist ein bisschen komplizierter. Wer damit arbeiten möchte, hat Schwierigkeiten, muss diese Bindungen nur meistens irgendwie selber nachrüsten. Anderes Problem, architektonische Dekomposition. Diese Library-Schnittstellen fördern nicht unbedingt, dass man Funktionalität auf mehrere Prozesse aufteilt. Funktionalität auf verschiedene Prozesse aufteilen ist eigentlich eine gute Idee, weil Prozesse unterschiedlich mal abstürzen können und dann wieder, wenn es gut programmiert ist, das komplette System unterschiedlich wieder aufgefahren werden können, ohne dass das System als solches, als Dienstleister für die Anwendung zusammenbricht. Das nur mal dazu. Das alles brachte uns dazu, Debus auszusuchen. Debus ist ein Interprozesskommunikationssystem. Wer das noch nicht gehört hat, dem seien noch ein paar andere ans Herz gelegt, zum Beispiel System 5 IPC, Message Queues, Shared Memory, Semaphore, Unix Sockets, Corba. Es gibt viele IPC-Systeme, RPC. Also Grund ist, ich habe mehrere Prozesse, die wollen einfach miteinander reden. Also Interprozesskommunikation. So, warum ist Debus jetzt eine gute Lösung? Von LibDebus wollen wir eigentlich nicht sprechen, sondern eher Debus als Konzept. Es ist relativ leichtgewichtig. Irgendwann hat GNOME mal versucht, ich glaube, Orbit war es oder UniOrb, also Corba einzusetzen als darunterliegendes IPC-System. Und damit hatten sie sehr viel Ärger. Erstens hat es irgendwie kaum ein Anwender verstanden, weil es relativ komplex war. Zweitens war es sehr, sehr langsam. Die Geräte waren damals auch noch lange, das ist schon 10 Jahre her oder so. KDE hat es auch mal probiert. Die haben Miko, ist das damals. Miko ist Corba, so eine rekursive Abkürzung. Die haben versucht, Corba auch als IPC zu etablieren, haben es dann auch rausgeschmissen nach ein paar Jahren, weil es einfach zu groß, zu langsam war. Dann kam irgendwie Debus auf. Debus ist relativ leichtgewichtig, man muss nicht so viel tun, um mitzumachen am Bus. Das ist sprachunabhängig, weitestgehend. Also will sagen, es gibt für unendlich viele Programmiersprachen gibt es Bindungen. Also eigentlich fast jeder kann mitmachen. Ich glaube, es gibt sogar eine Probe-Anbindung. Also wenn man ein Bankensystem oder ein Börsensystem anbinden möchte, geht. Das ist UI-unabhängig. Das hat mit dem User-Interface gar nichts zu tun. Es ist multiparadigmenfähig. Das ist immer ganz wichtig. Also der Kampf zwischen dem prozeduralen und dem objektorientierten Programmierern. Die einen sagen, ja, prozedural geht ja irgendwie gar nicht. Ich brauche ein objektorientiertes Interface. Die anderen sagen, nee, das ist Objekte, alles schlägst du mit Objekten tot, es kommt auch auf die Daten an. Die funktionalen Schnittstellen, Debus vereint beide. Also man kann damit sowohl OO als auch prozedural. Das unterstützt Punkt zu Punkt und Punkt zu Multipunkt, das ist auch eine wichtige Sache bei IPC.
da geht es ja nicht nur um zwei Leute, sondern vielleicht auch um vier oder fünf Prozesse. Und Punkt zu Punkt, einer redet mit einem anderen Punkt, Multipunkt, einer redet mit vielen oder allen. Debus fördert saubere Architekturen. Einfach aus dem Grund, dass es unterstützt die funktionale Dekomposition in Prozesse, die ich vorhin schon erwähnt habe. Zum Beispiel ein Telefonieprozess, der nur Telefonie macht und mit dem Modem redet. Oder ein Location-Prozess, der mit dem GPS-Device oder dem Navi-Board redet und das alles kapselt. Es ist der richtige Platz für die Kollaborationslinie. Die Kollaborationslinie ist eine imaginäre Linie, die zwischen den Teilen des Systems so uninteressant sind, dass man eigentlich da keinen Wettbewerbsvorteil hat, und den Teilen des Systems, die Leute als Wettbewerbsvorteil, nämlich das UI, betrachten. Kollaborationslinie, im Prinzip die Idee, unten drunter können wir zusammenarbeiten an den Services, und oben drüber kann jeder sein eigenes Ding machen, um zu sagen, SHR ist schöner als Neovento oder Debian oder wie auch immer. Dazu, diese Kollaborationslinie sehen wir nachher nochmal kurz, wenn die Architektur gezeigt wird. So, ein paar Kernkonzepte kann ich euch nicht ersparen. Also Debus ist zwar relativ leichtgewichtig, aber so ein paar Dinge muss man verstehen. Drei wichtige Konzepte sind Busname, Objektpfad und Schnittstelle. Das sind im Prinzip die Parameter, die bestimmen, die voraussetzen, dass Leute miteinander reden können, wenn sie am Bus hängen. Ein Busname ist ein Prozessname für eine gewisse Dienstleistung. Zum Beispiel Org-Free Smartphone O-Device, wird euch öfter vorkommen, diese umgedrehten Notationen. Org-Free Smartphone heißt im Wesentlichen, dass es von Smartphone-Org entwickelt wurde, und O-Device-D ist jetzt der Service-Name. O-Device-D bietet Dienste an, die zur Geräteabstraktion gehören. Zum Beispiel Akzentrometer. So, da hat man quasi jetzt, weiß man jetzt, wo der Dienst exportiert wurde, aber ein Dienst exportiert ja nicht notwendigerweise nur ein Dienst, heißt ja nicht nur ein Dienst, sondern vielleicht mehrere. Deswegen brauchen wir jetzt eigentlich auch noch zu wissen, wo in diesem Server wird der Dienst zugreifbar gemacht. Und das bestimmt man über den Objektpfad. Der sieht zum Beispiel so aus. Das kann korrespondieren, diese Free Smartphone, dieses Org, muss aber nicht unbedingt. Man ist im Wesentlichen als Serviceanbieter total frei, wie die Objektpfade sein sollen, außer dass sie Pfade sein müssen. Das heißt, sie haben diesen Slash-Separator. Das hier zum Beispiel wäre der Zugangspunkt zur ersten LED im Gerät, die O-Device-D exportiert. So, dann weiß ich, wie der Server heißt. Ich weiß, wo das Objekt ist, mit dem ich reden möchte, also so eine Leuchtdiode zum Beispiel. Jetzt muss ich aber noch wissen, wie ich damit rede. Da gibt es noch Schnittstellen. Ein Objekt kann mehrere Schnittstellen enthalten. Zum Beispiel ist es bei FSO oft so, dass viele Objekte unterstützen die Schnittstelle Org für ein Smartphone Info. Das ist eine Methode, die eine Selbstbeschreibung des Objekts zurückgibt. Genau, man hätte jetzt auch sagen können, naja, das kann ja auch für ein Smartphone Device-Get-Info sein, aber die Selbstbeschreibung muss eigentlich nicht im Namensraum der LED-Schnittstelle sein. Die heißt immer, muss, ja, weil keine LED-Spezifika in der Device-Beschreibung da sind. So, will man diese ganze Information jetzt nutzen, um was zu rufen, dann kann man das zum Beispiel so tun. Das sieht halt jetzt ein bisschen redundant aus, wenn man das noch nicht gewohnt ist. Aber seid gewiss, man braucht diese drei Informationen. Dieser Aufruf, das ist ein Hilfsprogramm, was zu FSO mal geschrieben wurde, im Debus 2, werde ich nachher auch mal kurz praktisch zeigen, macht im Prinzip Folgendes auf dem Service org-free-smartphone-device-d unter der Adresse org-free-smartphone-device-led-0 ruft es die Methode org-free-smartphone-device-led-blink-seconds auf mit dem Parameter 3. Ende vom Lied ist,
wenn alles klappt, blinkt die erste LED 3 Sekunden lang. Flash, Flash, Flash. Genau. So, dann gibt es noch Busse. Wie D-Bus schon sagt, ist das ein Bussystem. Das heißt, es gibt eine Art zentralen Bus, an dem sich alle, auf den sich alle anflanschen und dann können sie mitreden und mitlauschen. Es gibt, damit man weiß, wer kennt die Nummer der Auskunft, also irgendwie muss man ja wissen, wie man rankommt, gibt es Default-Busse. Die wichtigsten, die auf dem ganz normalen Desktop, Linux-Desktop laufen, ist System- und Session-Bus. Der System-Bus ist einzigartig pro Gerät. Der Session-Bus ist pro User. Das tritt dem Multi-User-Gedanken Rechnung, dass ja eigentlich an einer Maschine auch mehrere Leute eingeloggt sein könnten. Und damit die sich nicht in der Quere kommen, wenn jetzt zum Beispiel PIM-Daten, sagen wir mal, über diese Busse angreifbar wären, dann ist es natürlich gut, dass die Session-Busse voneinander abgekapselt sind, damit nicht jeder mitlauscht, was an PIM-Daten auf einen User gerade diskutiert. Diese ganze Trennung ist aber momentan auch wieder im Gespräch, weil die Leute mit dieser Trennung nicht so ganz glücklich sind. Also vom Session-Bus muss man sich vielleicht in den nächsten Jahren verabschieden. Gut, meistens ist es egal, man nimmt einfach nur den System-Bus. Die RSO-Services sind ausschließlich auf dem System-Bus verfügbar, weil sie nicht nutzerspezifisch sind. Sie sind eher systemweit eindeutig. Deswegen Session-Bus brauchen wir eigentlich kaum. So, außer den Methoden aufrufen, die ich schon erwähnt hatte, wenn irgendjemand was machen soll auf irgendwas anderem, Punkt zu Punkt, gibt es auch noch die erwähnte Punkt-zu-Multipunkt-Kommunikation. Das sind Signale. Signale werden gebroadcastet, das heißt, einer sendet sie aus und im Wesentlichen können sie alle empfangen. Wenn man so ein API designt, muss man an der Stelle überlegen, was ist Punkt-zu-Punkt, was möchte ich eigentlich nur einem mitteilen und was müssen eigentlich alle immer wissen. Beispiele dafür gleich auch in der Demo. So, und als letztes müssen wir noch wissen, welche Parameter es so gibt. Es gibt grundsätzlich In- und Out-Parameter in beliebiger Anzahl. Also bei C-Funktionen ist es ja so, dass es eigentlich nur einen Out-Parameter gibt, aber beliebige In-Parameter. Bei Demos ist es In- und Out völlig von der Kardinalität beliebig wählbar. Welche Typen gibt es? Das ist auch wichtig. Die Basistypen und Verbundtypen. Die Basistypen, ja, das sind die üblichen Verdächtigen, also Ganzzahlen in verschiedener Ausprägung und Größe, Fließkomma, Byte, Strings. Das ist eine Parametersignatur selbst, benutzt man seltener. Das ist ein Objektpfad. Objektpfade kennen wir ja schon von den Kernkonzepten, man kann die auch weiterleiten. In Methoden und noch Booleans. Das hier sind die D-Bus-Typ-Kennungen. Die braucht man eigentlich nicht, es sei denn, man benutzt Introspektion, das heißt, man guckt, was ist denn alles verfügbar momentan zum Beispiel im System oder welcher Service exportiert was. Dann hilft es, wenn man das ein bisschen lesen kann, dann sieht man sowas wie, diese Methode hat hier A, N, I, X, B, O, S, S, A, in Klammern S, V. Das wäre jetzt unter Zuhilfenahme der Verbundtypen. Man kann nämlich Felder, Strukturen, Key-Value-Paare und Varianten, das heißt typisierte beliebige Elemente, mitverwenden. Dann wäre sowas ein Array von einer Struktur aus Int 16, Int 32, danach ein Int 64, danach ein Boolean, danach ein Objektpfad, danach zwei Strings und danach ein Array von Key-Value-Paaren, also ein Dictionary oder ein Hashmap, ist man einem vielleicht schon mal begegnet in anderen Sprachen. Das wäre eigentlich eine ziemlich schlechte Signatur, ehrlich gesagt. Außer, dass man es irgendwie ganz gut lesen kann, aber also vom
laut malerischen jetzt her, ist es sehr uneinsichtig, warum es so komplex sein sollte. Also so nicht mal. Gut, erst jetzt mal zu den Kernkonzepten von Demos. Das muss schon sein, wenn man damit arbeiten möchte, muss man das irgendwie verstehen. So, FSO benutzt jetzt Demos als grundlegende Transportabstraktion. Das heißt, FSO hat diese ganzen Dienste, die unter den Adressen und Objektpfaden bestimmte Schnittstellen exportieren. So, FSO selbst, ich bin da mal zu OLO, kennt vielleicht der ein oder andere, das ist ein Open-Source-Statistik-Unternehmen. Die wurden jetzt auch gekauft von irgendjemandem und ich weiß nicht, ob das noch in der Form weitergeführt wird oder nicht. Also hier sieht man, dass FSO in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sprachen geschrieben ist. Mittlerweile, wer letztes Jahr schon hier war, kann sich vielleicht erinnern, dass FSO in Python implementiert war und ich gerade begann, das ganze System neu zu schreiben in Vala, einer sehr aufstrebenden, großartigen neuen Programmiersprache. Diese Konvertierung ist im Wesentlichen zu 80% abgeschlossen. Also die wichtigsten Dienste sind eigentlich durch und es fehlen alle nur noch zwei bis zweieinhalb Subsysteme. Und dadurch ist, wer also jetzt ein SHR zum Beispiel vergleicht mit einem SHR von einem Jahr, müsste gravierende Geschwindigkeitsverbesserungen feststellen. Leider ist es so, dass man sich an die höhere Geschwindigkeit immer schnell gewöhnt und es ist immer zu langsam. Insofern dieser Effekt mal zurückgehen und dann kann man sich darüber freuen, dass es damals doch so langsam war. Lines of Code, auch immer so eine interessante Statistik, ja, wenn man so ein bisschen die Mannjahre da ableiten kann, die da reingeflossen sind. Es sind ja 40.000 WADA-Zeilen, 30.000 Python-Zeilen, nochmal 26.000 C und. Lustig ist OLO dann, wenn es diese ganzen Informationen benutzt und eine Projektkostenanalyse macht. Also eigentlich ist dann FSO in der Tat knapp 2 Millionen Dollar wert und 35 Mannjahre. Wann ich die eingesetzt haben soll, ist mir nicht ganz klar, aber ich bin um Jahre gealtert, seitdem ich das geschrieben habe. Insofern kann es vielleicht doch stimmen. Ich habe es natürlich auch nicht alleine gemacht. Hier unten steht, es waren 26 Developer. Ja. Wenigstens haben ein paar Leute mitgeholfen, das ist sehr gut. Und ich hoffe, dass es noch mehr werden. Vielleicht sogar heute. Gut, aber das nochmal zu den Statistiken. So, die Frage ist immer noch, was umfasst das? Also was ist drin? So, jetzt kommen wir hier nochmal zur Kollaborationslinie. Die ist im Prinzip da. Die Idee ist, dass das sind alles schrecklich uninteressante Programmteile. Weil Middleware irgendwie unsichtbar ist. Also ein Nutzer ist völlig, im Wesentlichen völlig egal, ob da jetzt Middleware A oder Middleware B oder Middleware C läuft, weil er sie eh nicht sieht. Was der Benutzer sieht, ist die Anwendung, das heißt, welche Knöpfchen er wann drücken kann und wie sie aussehen kann. So, deswegen ist das, was ich mir vorstelle, die Kollaborationslinie, ist eben diese Demo-Schnittstelle. Darunter können wir eigentlich, wenn wir alle so erwachsen werden, alle zusammenarbeiten und versuchen, ein möglichst stabiles, gutes System zu bauen, weil sich eh keiner ausdifferenzieren kann da unten. Aber oben ist das, wo eigentlich man eben sagen kann, ja, hier, wir haben dieses Branding, wir haben dieses Branding, wir sind toller, weil unsere Knöpfe sind rot und eure sind blau. So, was ist drin in FSO? Das sind die Subsysteme, wobei das ist jetzt schon wieder ein etwas älteres Bild. Haben sich zwei kleine Sachen geändert. Grundsätzlich gehen wir ganz kurz mal durch. Usage, das ist die Idee, dass Ressourcenanforderungen doch bitte schön kanalisiert werden müssen. Das ist bei Unix oder bei Linux bisher immer so ein etwas schwieriges Ding gewesen. Wer zum Beispiel Zugriff auf ein DBS-Gerät haben möchte, der nimmt sich das einfach und liest dann von dev ttys0 oder hatte sowas wie gpsd und dann kann ich damit mit TCP ranpipen oder so. Meistens ist es so, dass wenn der TCP-Multiplexer, in dem Fall PDB, DBSD,
startet, powert das Gerät hoch und dann bleibt es die ganze Zeit, solange es die Maschine runterfährt. Also das sind so Multiplex-Techniken, die zum Desktop kommen. Ja. Die Idee, dass man Strom spart zwischendurch, wenn keiner lauscht, das ist erst eine relativ neue Idee. Leider ist es immer noch so, dass man bei den meisten Mobiltelefonen zum Beispiel Bluetooth immer anschalten muss, wenn man es braucht. Da habe ich nie kapiert, warum man das händisch machen muss. Warum ist es denn nicht so, dass die erste Anwendung, die es braucht, es abmacht? Und die letzte Kuh macht das gar dazu. Ja? Also wenn keiner mehr lauscht, macht man das Licht aus. Ist irgendwie. Das ist halt ein Sicherheitsfeature. Also ich finde ganz gut, dass das GPS nicht flugwechselt. Bluetooth nicht flugwechselt, das geht dann nichts. Jein, was du meinst, ist die Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit. Nein, ich will jetzt wirklich aussagen. Ich will wissen, was an ist. Warum? Wegen euch? Die böse Welt. Ja, ich weiß nicht. Also, da kann man im Einzelnen natürlich drüber streiten, ob kann man denn pro Schnittstelle und pro. Klar, ich muss dazu auch sagen, die Usage-Abstraktion hat natürlich auch eine Schnittstelle. Mach's jetzt an. Ja, egal, wer lauscht und wer nicht lauscht, und mach's jetzt aus, egal, wer es gerade benutzt. Klar, haben wir auch, weil es bei bestimmten Dingen notwendig ist oder weil es der User gerne so haben möchte. Und grundsätzliche Idee ist auch eigentlich, das werdet ihr an verschiedenen Stellen sehen, FSO macht eigentlich keine Policy-Entscheidung, sondern es bietet Schnittstellen an und die Policy-Entscheidung wird eigentlich von den Anwendungen getroffen, obendrauf. Ist das nicht genau das der Punkt? Das ist eigentlich die Anwendung. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, aber die Anwendung sollte das machen, nicht korrekt, genau. Extern die Hardware einschalten, damit die Anwendung das nutzen kann. Genau, richtig. Also letztendlich ist es in der Verantwortung der Anwendungsschnittstelle, denn die soll das letzte Sagen haben. Das ist die Idee dabei. Also Josip, wer es haben möchte, kann diese Schnittstelle benutzen und sagen, jetzt möchte ich gerne Accelerometer benutzen, also bitte fahr die mal hoch, damit, weil ich auf die lausche. Telefonie exportiert alles, was irgendwie mit Telefonie zusammenhängt. Preferences, Benutzereinstellungen, Zeit, das heißt jetzt mittlerweile TDLD, Time, Date und Location, denn Zeitpunkt, Datum und Ort hängt irgendwie zusammen. Wenn man sich überlegt, wer wann welche Quellen eigentlich für Zeit, Datum und Lokation bieten kann, stellt man fest, dass das eigentlich ein großes Konglomerat ist und es macht eigentlich wenig Sinn, wenn man es auseinander dividiert. FIM, für viele Leute sehr wichtig, persönliche Daten, Kontakte, Nachrichten, Adressen etc. Das sind eigentlich so die höherleveligeren Services. Dann haben wir so ein bisschen niederleveligere Services. Grundsätzlich Geräteabstraktion, das heißt LEDs, Batterie, Accelerometer, irgendwelche Sensoren aller Art stecken da drin. GSM, GPS erklärt sich selbst. Networking eigentlich auch. Alle möglichen Arten von Netz. Und dann gibt es noch hier so eine ominöse Events-Geschichte. Und das war mal dazu gedacht, es sei so eine Art kleines Scripting-System, dass man ohne programmieren zu müssen irgendwelche Ereignisquellen mit Ereignissenken verbindet. Zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder zurück zu der Idee, dass FSO möglichst wenig Policy eigentlich haben soll. Konkretes Beispiel, wer es einsetzt, weiß es, wenn man den USB-Stecker reinsteckt, geht die LED an, die rote, und sagt, bedeutet, das wird jetzt gerade geladen. Dieses Feature ist in der Tat eigentlich nicht in FSO selbst implementiert. Denn FSO macht nur Folgendes, es stellt eine Schnittstelle zur Verfügung, dass man mitkriegt, wann ein USB-Stecker drin steckt. Und es stellt eine Schnittstelle zur Verfügung, dass man die LED anschalten kann. Aber ob man jetzt die blaue LED anschaltet oder die rote oder welche, das wäre irgendwie, es ist auch geräteabhängig oder auch präferenzabhängig oder anwendungsabhängig. Das gehört eigentlich nicht in FSO. Deswegen ist es auch nicht drin, sondern was es stattdessen gibt, ist dieser Events-Service und irgendwo gibt es eine Datei, die heißt regeln.yaml, etc. rules.yaml. Und da steht dann zum Beispiel drin, falls
Stecker eingesteckt, macht die gute Leuchtdiode an. Falls Gerät vollgeladen, macht sie aus und macht stattdessen die blaue an. Das steht da drin und da gehört es eigentlich hin und nicht direkt in FSO, weil es ist Policy. Wer das nicht möchte, macht die Regel raus, lässt stattdessen kurz Vibrator anmachen, wenn es vollgeladen ist oder ein Reading oder so. Ja, gut, an diesem Architekturbild wird auch noch was anderes sichtbar, nämlich, was ich vorhin erwähnt habe, dass es ja in der Linux-Welt eigentlich sehr, sehr viele zugrunde liegende Schnittstellen gibt. Die Idee von FSO ist, jetzt kommen wir zu dem Uniformität, Uniform Access-Gedanken, dass wir eigentlich alles über Demos abbilden können. Wobei alles auch nicht hundertprozentig ernst genommen werden sollte. Es gibt Sachen, wo es einfach nur sinnlos wäre, nochmal eine Schnittstelle draufzusetzen. Aus verschiedensten Gründen. Ein Beispiel, wenn ich ein Video abspielen würde, würde ich kein Demos-Interface machen, um die Videodaten an die Grafikkarte zu exportieren. Das ist keine gute Idee, weil es zu lange dauert. Dann müssen ja die ganzen Videodaten getunnelt werden über den Demos-Prozess und den blockiert dann für alles. Und bis es dann an der Grafikkarte ist. Also es gibt Sachen, wo man sagt, das muss nicht sein, da begreife ich Demos lieber als Kontrollschnittstelle. Das heißt, was ich zum Beispiel machen würde, wäre, wenn ich so eine Art Videoserver habe und er hat Zugriff auf eine Bibliothek von Videos, dann würde ich sagen, spiele jetzt mal dieses Video ab. Und dann greift er aber selbstständig auf die Grafikkarte zu und auf die Medien und pipet nicht alles durch. Also da muss man, oder Maus-Events, weil auf Desktop würde ich auch Maus-Events nicht über Demos rausgeben, es sei denn, irgendwas Sinnvolles würde mich da hintreiben. Denn das sind viele. Und die brauchen eigentlich eine geringe Latenz, damit der Cursor relativ wenig zuckelt, wenn ich hin und her schiebe. Was vielleicht sinnvoll wäre, wären so Gesten. Gestenerkennung würde ich sehr wohl in Demos sehen. Mausgesten, also wenn man zum Beispiel eine 8 macht, dass dann die Geste, hier hat einer eine 8 gemalt, bitte schiebe jetzt mal ein anderes Fenster rein oder so. Also jetzt im Sinne von eher an Touchscreen-Interface denken, weniger an die echte Maus. Das wäre eine echte Abstraktionsstufe, die sinnvoll ist, die man über Demos exportieren könnte. Aber Einzelmausdaten ist nicht so wirklich gut. Gleiches Beispiel, oder nächstes Beispiel, Accelerometer. Auch hier, Accelerometer haben, wenn man das genau nehmen möchte, haben die viele Daten und die müssen auch relativ in Echtzeit verarbeitet, verarbeitet werden, sonst hat die Anwendung ist nicht sinnvoll. Deswegen würde ich das auch nicht über Demos exportieren. Was ich über Demos allerdings exportiert habe, ist sowas wie Rotation des Geräts. Denn das muss nicht so hundertprozentig von der Latenz her sein. Irgendwann, wenn es kurze Latenz hat, dann stört es sogar meistens. Wenn man so ein bisschen wackelt, dann muss es die ganze Zeit hin und her ziehen, sondern nur, wenn man dann ein Momentchen stillhält. Das ist auch wieder eine echte Abstraktion, nämlich die Orientierung des Geräts an die Anwendung weiterzuleiten, damit die gegebenenfalls ihren Bildschirm auch anpasst. Genau, also man muss wissen, wann ist es sinnvoll, was zu abstrahieren und wann nicht. Das ist ganz wichtig. Bei der Architektur haben wir dann hier zum Beispiel Gestrina Alpha, PPP, GSM, 710, WUSI, Conman. Das heißt, auch wenn FSO versucht, alles unter einer gleichen Schnittstelle zu präsentieren, heißt das nicht, dass FSO alles neu machen muss, um Gottes Willen. Dann es ist so schon viel, aber wenn das auch noch gemacht werden müsste, dann wird es nicht fertig. Deswegen, auch hier wird natürlich Code verwendet. Hinreichend aktuell müsste der Kernel aber schon sein, weil wir verschiedene Dinge benutzen für diejenigen, die das wissen. Es gibt glücklicherweise seit ein, zwei Jahren viele sogenannte Class-Devices im Linux-Kernel. Das sind endlich Abstraktionen für bestimmte Geräte. Also vor 2001, als wir Handhelds.org waren, hat noch jeder die Schnittstelle zum Batterieinterface anders gemacht. Mittlerweile gibt es ein Battery Class Device und das ist natürlich auch für FSO gut, weil FSO hat einen Standard-Treiber, Standard-Plugin für sogenannte Battery Class Devices. Das heißt, überall, wo ein Gerät einen 2.6 Batterietreiber einsetzt, wird automatisch FSO die richtige Abstraktion schon präsentieren können, ohne dass man extra Maschinenplugin jetzt für diese Batterie machen muss. Das ist
hilfreich und gut. Auf der anderen Seite aber gibt es immer noch Geräte, wo das nicht der Fall ist, zum Beispiel das N900. Die haben die Batterie ganz abartig exportiert, weil TI da große Intellectual Property drin sieht, in die man eine Batterie lädt. Da zum Beispiel kann FSO dann helfen und sagen, diese ganzen furchtbaren Dinge, die man da tun muss, unter dem gleichen Interface zu präsentieren, wie wir die SysClass-Devices präsentieren. Das bedeutet, hier muss auch der Anwender sich nicht drum kümmern. Also Anwender im Sinne von Distro oder Framework-Schreiber, also Anwender nicht unbedingt im Endanwender-Sinne, sondern im Entwickler-Sinne, weil die FSO-Anwender sind die Anwendungsentwickler und Systementwickler. Deswegen gibt es nur so zum Verständnis. Gut, ich habe jetzt schon ein bisschen Geräte irgendwie kurz genannt. Wie sieht es denn jetzt genau aus? Was wird unterstützt und wie weit? Auch hier habe ich das Wiki einfach mal kopiert. Das ist aus Wiki freesmartphone.org. Da gibt es eine Seite Hardware Comparison oder so. Und da steht dann Folgendes drin. Ich habe das jetzt nicht editiert, das ist einfach genauso, wie es da war. Kann man so sehen eigentlich. Vollständig funktionieren für gewisse Definitionen von funktionieren ist GTA 01 und GTA 02. Also die Open-Broker-Geräte. Ja, deswegen, weil das waren die ersten Geräte, für die es gemacht wurde. Also mit denen wurde es in Sinn gemacht, wenn auch nicht spezifisch dafür. Aber das sind die offensten Geräte, deswegen werden die am besten unterstützt. Ist auch irgendwie klar, je offener ein Gerät ist, desto einfacher ist es für FSO, es zu unterstützen. Ist auch irgendwie klar. Weil je weniger Recherche wir betreiben müssen, um ein Plugin zu schreiben, das in Hardware exportiert, desto einfacher ist es. Das heißt, FSO ist dann gut und unterstützt vieles out of the box, wo die Systeme offen sind. Wo sie geschlossen sind, muss viel mehr getan werden für FSO, weil man eben dann das eine oder andere Reverse entstehen muss. Oder manchmal geht es gar nicht. Auch das sehen wir noch. Work in Progress, ein wenig gehen diese ganzen HTC-Geräte. Magician, Kaiser, Raphael, Diamond, Maxon, das sind diese Windows-Mobile-Geräte, wo Windows Mobile 6 irgendwas drauf läuft. Da gibt es eine unglaublich fanatische Community, die HTC Linux Community, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwelche Datenblätter, geleakte Datenblätter zu lesen und zu reverse-engineeren und furchtbar. Also, die machen das gerne, die stehen da voll drauf und es ist auch okay. Wir freuen uns, dass ab und zu nochmal was Verwertbares rauskommt, im Sinne von, wir wissen, durch welche Hürden wir springen müssen, durch welche Schlammgräben wir robben müssen, um eine Late einzuschalten. Ja, das ist leider bei diesen Geräten immer sehr involviert. Der Dream ist so ein Twitter-Gerät, da steckt eigentlich die gleiche Hardware drin wie in den anderen HTCs. Der kommt aber mit Android. Wer deswegen schlussfolgert, ja super, weil Android ja auch ein offenes System ist, können wir dann ja wunderbar alles benutzen, den muss ich leider jetzt Zahn ziehen. Die spannenden Sachen sind da auch geschlossen und müssen richtig ärgerlich reverse-engineert werden. Als kleines Beispiel, es hat uns 2 Monate gekostet, um Suspend-Version hinzukriegen auf dem Dream. Und das, obwohl der Kernel kompliziert war. Weil an irgendeiner Stelle irgendwas nicht so war, wie es alle anderen machen müssen. Da gibt es noch viel mehr dieser Scheidungsgeschichten. Mittlerweile haben wir ihn eigentlich ganz gut im Griff und es geht fast alles. Wi-Fi geht manchmal nicht so gut. Und GPS ist auch nur ganz rudimentär. Also das Ding im G1 kann eigentlich viel mehr. Kann eigentlich auch sowas wie der U-Blocks, dass man Ephemeriden einführt, um dann die Protonstimmung zu verbessern. Aber es ist völlig unklar, wie das Interface ist. Und auch nur ein Mehr da rauszuziehen aus dem Dream ist echt übel,
weil unter Android wird das alles mit einer geschlossenen LibGPS gemacht, die direkt das Protokoll des Baseband-Prozessors, in dem Fall ein Qualcomm irgendwas, MSM7XXX spricht, ganz, ganz abartiges Zeug. Gut, aber ich will mich da nicht zu lange mit aufhalten. Arbeit für den Parandre. Hier haben wir einen zur Demonstration, da läuft sogar SHR schon drauf. Ja. Könnt ihr hier gleich mal gucken, wenn ihr wollt. Parandre 2 ist fast dasselbe Gerät. OpenISX ist eigentlich schon ziemlich veraltet, aber hat in unseren Herzen einen großen Platz, weil es eigentlich die erste Plattform war, wo eigentlich Linux auf dem Telefon war, was kommerziell erfolgreich war. Leider natürlich auch Userland komplett geschlossen. Nokia 100 arbeitet unterwegs und jetzt ganz neu auch im iPhone 3G. Da ist jemand dabei, der auch schon Android drauflaufen hat. Das heißt, das wäre eigentlich auch ein relativ günstiges Ziel für FSO, weil günstig im Sinne von Hardwarekosten, jetzt wo die iPhone 3Gs eigentlich nicht mehr so richtig unterstützt werden von Apple, sind die sehr, sehr günstig zu haben und haben immer noch relativ passable Hardware. Interesting Targets, was vielleicht interessant wäre, mal drauf zu machen, wie Taurus, iPad, aber das wird eh keiner mehr machen. Und dann hier Abundant, die Liste müsste eigentlich noch viel länger sein. Das sind Portierungsversuche, die gescheitert sind, weil letztendlich, ja, Eating Goldfish ist das primäre Beispiel, das ist auch ein Windows Mobile Phone, das ist sogar dem GTA 2 relativ ähnlich, hat aber ein Quadmann-Telefon drin, also ein richtig tolles Modem. Gestandene Männer wie Harald Welte haben monatelang versucht, dieses Modem unter Linux mit Strom zu versorgen. Er hat aufgeben müssen. Also da kann man sich ungefähr überlegen, wie das Ratio von Aufwand und Ertrag bei diesem Reverse Engineering das Ding ja eigentlich sein. Das ist furchtbar. Gut, diese letzte Folie in dem Segment. Ich habe dieses Jahr einen kleinen Vortrag gehalten auf Linux Tag Truth and Lies. Where's the Open Source Mobile Phone? Wo ist es? Und da habe ich dann drei aktuelle Linux-basierte Systeme genommen und habe die Claims, die Behauptungen der Hersteller, dass das auch alle drei offene Systeme sind, das ist übrigens der G1, das ist Nokia 100, das ist der Parandre, demystifiziert. Hier hatte ich so eine Menge von Kategorien, die eigentlich, die bedeuten, das braucht man, wer das wirklich offen sein soll, wie zum Beispiel Batterieladen. Und da haben wir hier beim N900 halt, mittlerweile geht das, aber damals konnten wir sie noch nicht laden von Userland aus. Naja, also man sieht, überall gibt es irgendwelche Showstopper und vieles ist, ja, es geht. Deshalb brauchen wir die Namen. Korrekt. So, wer benutzt es? SHR benutzt es. Wer SHR laufen hat, der lässt ganz, ganz viel FSO laufen. Das DLR benutzt es. Die haben den GTA 2 in Space geschickt, um Accelerometerdaten zum Beispiel zu sammeln. Aber auch, um überhaupt zu sehen, wie Consumer Hardware bei bestimmten Steuerungskräften agiert. Da waren übrigens auf gestern nochmal bezogen, da waren übrigens die 8G zu knapp. In der Forschungsrakete kommt da doch ein bisschen mehr zu schlagen. Debian hat eine Gruppe, die hat PKG FSO, die haben sehr viel von FSO paketiert. Und da gibt es eine französische Gruppe, Hackable Devices, die haben mittlerweile auch sehr, sehr viele FSO am Start in ihren Distros. Und wir natürlich selbst. Eat your own dog food ist immer ganz hilfreich, eigene Hundefutter essen, um zu gucken, wo die Probleme sind. Mache ich auch viel zu wenig, aber naja. Gut, wie arbeitet man damit? Zeigen. Wie liegt in der Zeit? Kann ich eine kurze Zwischenzeit haben? Dreiviertel Stunde haben wir jetzt. Ja, gut, dann bin ich mit der Zeit. Dann zeige ich mal kurz was. Unser Appetizer. So. Ich habe hier in den Neo GTA 2 eingeloggt, zweifach. Kann man es lesen? Ja, die Schrift ist groß genug. So, ich hatte ja schon erwähnt, dieses MDebus 2, das ist ein kleines Tool, um Debus-Aufrufe abzusetzen, was ich irgendwann mal geschrieben habe, weil mir die Syntax von Debus Send
auf den Keks ging. Die ist sehr kryptisch und lädt so gar nicht ein, damit rumzuspielen. So, es hieß auch mal MD-Bus, damals war es noch in Python geschrieben und sehr gemütlich letztes Jahr. Jetzt heißt es MD-Bus 2 und ist schneller. So, MD-Bus 2, wenn man es einfach so aufruft, bekommt man die erkannten Dienste. Also, welche Dienste lauschen gerade? Das sieht relativ wenig, das liegt daran, dass der Standard, dass dieser Session-Bus, von dem ich gesprochen habe, auf dem eigentlich nur die nutzerspezifischen Dienste, wie zum Beispiel hier den Window-Manager, laufen. Wenn man richtig was sehen möchte, ruft man es mit minus S auf für das System-Bus. Da sieht man dann gut Meta der Bus selbst, ja. Gypsy, also eine GPS-Abstraktion, und jetzt hier jede Menge Prismatron. Framework, Device, Events, GPS, GSM, PIM, Preferences, Zeit, Benutzung, Testing. Hier gibt es auch Third-Party-Projects, die das einsetzen, zum Beispiel FF-Alarms. Hier sieht man FSO, hat, also SHR hat hier einen FSO-Phone-Daemon und einen Phone-UI-Daemon. So, wenn ich wissen möchte, was ein beliebiger Dienst, sagen wir mal jetzt O-Device-D, für, erinnert euch an das Triple-Busname, Objektpfad-Interface. Welche Objektpfade das unterstützt, dann rufe ich es einfach auf nochmal mit dem Service-Namen. Und da sehen wir dann hier Office Smartphone Device, Audio, Display, Idle Notifier, Input, LEDs, Orientation, Power Control, Power Supply, Real-Time Clock, Vibrator und verschiedene Ressourcen. So, wenn ich jetzt herausfinden möchte, Busname, Objektpfad, Interface, wissen möchte, welches Interface das andere Objekt unterstützt, zum Beispiel die LED, nehmen wir mal die rote, dann hänge ich das hier einfach noch hinten dran. Das ist relativ überschaubar. Hier oben vorne sieht man, ob es ein Signal oder eine Methode ist. Hier in der Mitte sieht man den kompletten Namen und hier die Parameter. Set Blinking, da habe ich ja schon von gesprochen. Jetzt sieht man übrigens, dass das Beispiel auf der Folie falsch war, weil das zwei Parameter hier erfordert. Ich hatte Blink Seconds gesagt. Das ist aber trotzdem falsch, weil es drei Parameter erwartet. Einmal die Anzahl der Sekunden überhaupt, dann die Anperiode und die Ausperiode. Man kann ja verschieden lang anblinken, zack, zack, zack oder zack, 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 je nachdem. SOS oder was man damit bauen möchte. Okay, wenn man das aufrufen möchte, dann macht man, ich weiß jetzt gar nicht, ob MD plus 2 schon aufrufen kann. Das probieren wir aus. Blink Seconds, und zwar 10 Sekunden lang blinken mit einer Periode von 500. Warum? Ja, weil es da Millisekunden sind. Gute Demos-Interfaces haben außer dieser Introspektion auch noch eine Dokumentation. Können wir gleich mal gucken, ob wir die auch haben. So, vielleicht mal eine Frage an dieser Stelle. Ja. 500 Sekunden, dann müssten wir... Millisekunden. Da steht Sekunden. Nee, da steht 500. I, Doppelpunkt, Sekunden. Ja, yeah, das ist die Periode insgesamt. 10. Das ist die Zeit, wie lange geblinkt wird. Und dann, wie lange während dieser 10 Sekunden jeweils an und jeweils aus sein soll. Also ich habe gerade, gut, ich habe eine relativ alte Version vielleicht, ich habe jetzt gerade das bei dem Vibrator zum Spielen genommen. Ja. Und habe dann festgestellt, dass das zwar im Interface Sekunden stand, aber erwartet wurden Millisekunden. Das kann gut sein. Diskrepanz. Diskrepanzen. Kann aber auch sein, je nachdem, ja, wie alt. Also mittlerweile ist auch noch, letztes Jahr haben wir das alles auch noch irgendwie händisch gehabt. Wir haben einmal die Doku und einmal das. Programmatik. Mittlerweile wird die Doku aus dem Schnittstein generiert, was auch schon ein Tick besser ist. Aber die Semantik ist natürlich trotzdem nicht abgebildet. Es kann also sein, dass sich das irgendwie immer noch mal ändert. So, theoretisch, wenn das jetzt alles funktioniert, sollte diese LED blinken. Sie tut es. Tut sie es noch? Ja. Ja, wunderbar. So, das geht also schon mal.
Jetzt können wir hier auch schon weitermachen. Das Schöne an dieser ganzen Geschichte, also man sieht schon mal jetzt hier zwei Sachen nebenbei. Einmal, das ist alles asynchron. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Kommunikation mit Hardware überhaupt. Also insbesondere Telefonie, da geht eh alles asynchron. Ja? Also niemand wartet darauf, dass eine SMS reinkommt. Um Gottes Willen, weißt du? Was macht er, wenn es nicht blinkt? Genau das gleiche. Blinkt nicht? Müssen wir im Workshop gleich mal gucken. Sollte eigentlich blinken. Ich sehe zwar alles und es hat sonst genau gleich ausgesehen. Ja, blinkt aber nicht. Gut, dann müssen wir gleich nochmal gucken. Genau, also es ist wirklich ganz wichtig, grundsätzlich bei der Kommunikation mit so Systemen, es muss alles asynchron sein. Das ist jetzt, sonst kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und die User Experience, also die Erfahrung ist ganz schlecht. So, das ist schon mal alles ganz schön und gut. Jetzt habe ich hier aber nicht Halt gemacht und habe in Devos auch noch einen interaktiven Modus. Ich bin Readline-Fan. Ja? Ich bin Readline-Fan, wer was mit Commandern macht, Readline, Commandern, Completion, das ist toll. Ich gebe einmal Tab ein und dann habe ich Org. Dann gebe ich nochmal Tab ein und dann habe ich die ganzen Sachen. Und dann hier kann ich einfach hier weitermachen. Zum Beispiel, gucken wir hier nochmal, was hat das denn? Ah, genau, da gibt es nichts. Okay. Org. So kann man sich also auch den Weg hier bahnen, indem man einfach Tab Completion nutzt. Audio. Probieren wir da doch mal Ortsfuß, Smartphone, Device, Audio, Play, Sound. Jetzt gucken wir hier, was möchte das gerne? Einen Namen, einen Loop-Parameter, einen Längenparameter. Jetzt habe ich hier zufälligerweise einen File, einen MP3-File. Mal schauen, ob das funktioniert. Wo ist denn das? Home? Ja. Home, Root, Loop, sagen wir mal, nö. Länge 0. Könnte heißen, so lange wie es dauert. Schon eine Weile nicht mehr benutzt. Format not handled by any player. Okay, da ist jetzt gerade kein. Schade eigentlich, so viel zu MP3. Gut. Theoretisch wäre da jetzt eine. Man sieht hier auch Fehlermeldungen. Das ist natürlich eine wichtige Geschichte bei Demos. Das Programm sollte nicht abstürzen, sondern eine sinnvolle Fehlermeldung rausgeben. Und die, finde ich, ist sehr sprechend. Okay, dann schauen wir nochmal, was spannend beim Telefon ist, sind diese ganzen GSM-Sachen natürlich immer. Dann probieren wir doch jetzt gerade nochmal, was hier los ist. Org für Smartphone GSM. Org für Smartphone GSM. Das hat doch bestimmt kein großes Interface. Gucken wir mal. Ups. Ja. More, okay. Gut, also Telefonie ist nicht ganz trivial. Das ist in der Natur der Sachen geschuldet. Das heißt, das hat hier auch irgendwie, naja, ich glaube so 30, 40 Methoden haben wir hier schon. Damit muss man aber im Prinzip leben. Versuchen wir mal ganz einfach herauszufinden, ob die SIM-Karte authentifiziert ist oder nicht. Also ob ich die PIN eingegeben habe. Habe ich nicht, SIM-PIN. Okay, dann gebe ich sie mal ein. Das müsste sowas wie Send-Out-Code 9797 sein. Okay, das ist gut. Also kein Fehler ist immer gut. Was ich vergessen habe, ist, ich mache ja so mal ein zweites Terminal auf und mache mal hier SL. SL ist nicht nur der Name einer schicken Wagenklasse, sondern auch Kommandozeilenparameter für auf dem Session-Bus lauschen auf Signale. Und hätten wir das vorher gemacht, hätten wir jetzt hier sowas gelesen wie das System ist nun unlocked. Fragen wir nochmal kurz ab. Ready. Genau. Hier kriegen wir zum Beispiel auch mal ein Signal, Live sind ready. Das ist ein guter Status. Dann können wir sowas machen wie uns am Netz anmelden. Das geht hier mit Network Register, glaube ich. Ups. Connection was disconnected before reply was received. Das Problem, was ich jetzt habe, wahrscheinlich ist, da läuft noch ein ganzes SHR.
Und ich weiß nicht, was der FSO-Phone-Dämon von SHR so im Hintergrund macht, wenn ich ihn einfach das indiziere. Eigentlich sollte das alles gehen, aber es ist auch nicht die letzte Version. Schauen wir mal, ob der da ist. Ah, okay, der ist auch nicht mehr da. Das heißt, müssen wir mal gucken. GSMD ist noch da. Naja, ist für eine grobe Idee reicht es, glaube ich, aus Zeitgründen. Wir können im Workshop dann gerne auch noch mal ein bisschen weitergehen und ich sollte es dann auch mal auf der aktuellen Version zeigen, die ist schon ein paar Monate wieder alt. Grundsätzlich, was ich zeigen wollte, ist, was man von der Kommandozeile aus testen kann, ist immer gut. Weil bevor man riesige Programme schreibt, kann man schon mal irgendwas sehen und kann auch was machen. Und wer möchte, könnte sogar mit MDBus 2 einfache Shell-Skripte machen, um irgendwelches Verhalten zu erzeugen. Irgendwelche SMS, die mit GPS-Daten senden oder so. Ja, für zu Hause. Sowas, was irgendwie Apple mit Locate Me. Ja, es ist eine völlig triviale Anwendung, herauszufinden, wo mein Gerät ist, wenn ich ein kleines FSO-Programm schreibe und das einfach da laufen lasse. Ja. Also das ist völlig trivial und solche netten Dinge kann man machen, indem man FSO-Subsysteme einfach verknüpft miteinander. Gut, zurück zu den Folien. Zack. Genau. Okay, kurze Demo haben wir gemacht. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Wie geht's weiter? Ganz brandneue Entwicklungen es gibt einmal den Kern, FSO selbst, und dann die Portierung. Mit Portierung meine ich die ganzen hardware-spezifischen Plugins. Denn obwohl natürlich viele Geräte Standard Sysclass Devices benutzen und, ist es trotzdem so, dass man für die Dinge auch noch unterschiedliche Plugins braucht. Irgendwann ist es vielleicht nicht mehr der Fall, aber momentan ist es noch so. Ich habe mich jetzt aus den Portierungen im Wesentlichen zurückgezogen, weil ich nicht mehr viel Zeit habe und glaube ich für die Community am hilfreichsten bin, wenn ich den Kern weiterentwickle. Was ich momentan da mache, in der wenigen Zeit, die mir bleibt, ist die große GDBus-Umstellung. Wer das verfolgt hat, es gab während der letzten Zeit immer Probleme mit GDBus. GDBus auf Embedded hat Schwierigkeiten. FSO ist ein sehr großer und komplexer GDBus-Konsument. Wir benutzen GDBus insbesondere, als es noch in Python geschrieben war, hatten wir einen Prozess, weil viele Python-Prozesse sind aus Speichergründen nicht eine wirklich gute Idee. Haben also alle Subsysteme trotz eigentlich Prozesskapselung eine gute Idee, ist aber in der Python einfach die Ressourcen zu krass. Deswegen haben wir alle Subsysteme in einen Python-Prozess gemacht und die haben dann auch miteinander vielfach selber zum miteinander arbeiten, GDBus-Nachrichten ausgetauscht. Das heißt, wir rufen uns quasi selbst unter verschiedenen Namen und verschiedenen Verbindungen. Das ist was man sonst eigentlich mit GDBus offenbar noch nicht so gemacht hat. Und es gab viele Schwierigkeiten. Auch jetzt noch haben wir mit GDBus manchmal ganz, ganz merkwürdige Threading-Probleme, wo die Leute aus dem Desktop sagen, ja, bei mir läuft es. Ja, also deswegen sind wir froh, dass irgendwann mal die Leute, die GDBus machen, erkannt haben, eigentlich wäre es besser, wenn das direkt in der GDBus drin ist. GDBus, also die C-Basisbibliothek, die auch drunter liegt unter GTK und unter allen Sachen. Die haben jetzt im Prinzip eine eigene GDBus-Implementierung gemacht. Das heißt, also wir benutzen trotzdem noch den GDBus-Dämon, den Bus-Dämon, der die Nachricht irgendwie verteilt, aber wir benutzen nicht mehr die Lib-Demos, sondern nehmen einfach das Austauschformat, was GDBus auf dem Draht sozusagen spricht. Und das ist sehr vielversprechend. Es scheint jetzt schon, obwohl es relativ neu ist, in GDBus 2.26 deutlich stabiler zu sein. Deswegen stellen wir das komplett um. Ist eigentlich nur an der einen oder anderen Stelle ein anderer Aufruf, ein bisschen Semantik. Aber ansonsten ist es kein, also groß, nur deswegen groß, weil man muss von heute auf morgen komplett etwas so umstellen. Es gibt keinen Parallelbetrieb. Wir haben es momentan im Branch gemacht, der Branch heißt GDBus und
Mir fehlt noch eine Geschichte im Wahlakt. Wenn die da ist, dann kann ich komplett umswitchen und dann hoffentlich haben wir deutlich stabiler alles Mögliche, was Demos anbelangt. Shadow Resources ist die Idee, dass ein Prozess, der bestimmte Ressourcen anbietet, wie zum Beispiel Modem, also FSO GSMD bietet die Ressource Telefonie an, oder GSM, um genauer zu sein, der muss mittlerweile nicht mehr laufen, um das anzubieten. Er kann es kaum versprechen, dass er es anbietet, und aber erst den ganzen Prozess und den ganzen Stack initialisieren, wenn er wirklich der Erste sagt, ich brauche dich. Das ist eine ganz nette Änderung, um einfach Speicher und Prozessorzeit sinnvoller zu nutzen und wirklich nur das hochzufahren, was ich auch brauche. FSO-TDLD ist dieser kombinierte Time, Date und Location Daemon, von dem ich gesprochen habe. Da würde ich sehr gerne jetzt noch ein bisschen mehr Zeit investieren, denn da fehlt noch einiges, namentlich die Aggregation verschiedener Quellen, um wirklich möglichst präzise und akkurate Informationen an Userland weitergeben zu können. Insbesondere, denke ich, für die Sensor-Plugins wäre das eigentlich eine großartige Geschichte. Die da reinzuhängen, vielleicht sogar auch im Device auf der untersten Ebene und dann TDLD mit Device sprechen lassen, um irgendwelche aggregierten Informationen rauszugeben. Die Ports selber, da passiert momentan relativ viel auf dem N900. Da gibt es jetzt auch schon SHR, wenn auch noch nicht alle geht. Und eben auf dem Reel. Gut, Zukunft, Kern, irgendwann muss man auch nochmal wieder ein bisschen über das API sprechen. API-Design ist grundsätzlich schwierig. Und man macht ein API und dann benutzen es die Leute eine Weile, ein paar Monate oder auch länger. Und dann muss man aber auch wieder die Möglichkeit haben, dass es zurückkommuniziert wird. Wenn die Anwendungsprogrammierer gesehen haben, übrigens hier in dem API, das ist nicht gut, das fehlt, das ist unklar, dann muss man das verbessern. Und deswegen, das ist ja die Idee von der offenen Middleware, dass es eben nicht nur in eine Richtung geht, sondern auch zurück kommt Feedback, wie kann man das API besser machen. Und eine Ausweitung nach oben. Viele Leute haben sich gewünscht, dass das FSO jetzt nicht nur diese Geräteabstraktion oder Diensteabstraktion, sondern auch so ein bisschen mehr hilft, wenn es darum geht, so ein integriertes Telefoniesystem, also mit verschiedenen Daemons, die auch umlauschen, wie zum Beispiel, dass ich verschiedene PIM-Provider, also Services, also grafische Anwendungen vielleicht auch registrieren können bei FSO und die dann automatisch aufpoppen, wenn irgendeine Nachricht reinkommt. Also die Ausweitung in Richtung so ein bisschen über die Kollaborationslinie hinaus, um letztendlich ein integriertes, schönes effizientes Desktop, nein, Mobile-System bauen zu können. Da müssen wir mal gucken, wie weit das sinnvoll ist. Persistenz von Daten und Session und ja, da wird noch viel passieren. Portierung, ich würde mich sehr freuen, wenn GTA 04 so bald wie möglich fertig ist. Dann soll nämlich da etwas so auch drauf laufen. Und wahrscheinlich wird es dann relativ bald zu fully working, weil da nämlich keine Geheimnisse versteckt sind. Deswegen sind wir auch wirklich darauf angewiesen. Man kann FSO sehr schlecht vermarkten, wenn man keine richtig gute Hardware hat, die man zeigen kann. Weil dann lachen die Leute einen aus. Was ist das? Ja, FIMB möchte ich gerne integrieren. Perspektiven. Ja, da die Konkurrenz doch leider jetzt relativ groß geworden ist in diesem Bereich, namentlich Android, Lego etc., versuche ich derzeit FSO so ein bisschen als Special Interest hier auszugeben. Also sagen, naja, das was für Besonderheiten geben. Ja? Wenn man einfachen Zugriff auf bestimmte Features braucht und so Vernetzung von Sensoren und Aktoren einfach machen möchte oder volle Kontrolle auf Telefonie über irgendwie entfernte Systeme, dann ist das die Middleware, die ihr nehmen müsst, weil es woanders nicht so geht. Aus vielen Beschränkungsgründen. Mal sehen, ob man damit etwas mehr Erfolg hat, auch gegebenenfalls mal einen kommerziellen Kunden anzusprechen. Ja, ansonsten, dadurch, dass ich immer weniger Zeit habe, bin ich auch mehr versucht, Leute noch mit ins Boot zu holen. Die Hürden, dran mit rumzuprogrammieren, sind eigentlich nicht sehr groß. Wir benutzen kein C, sondern Bala.
Das ist einerseits vielleicht eine Hürde, weil die meisten Leute sehen können, andererseits aber auch keine Hürde, weil Wala deutlich höher abstrahiert ist. Das heißt, mit weniger Zeilen mehr erreichen. Ich bin ein Fan von hohen Abstraktionen. Ja. Am liebsten mache ich nur eine Zeile, die direkt meine Benutzeranforderung ausdrückt. Ganz so ist es noch nicht, aber wir kommen dahin. Deswegen mitmachen, mitmachen, mitmachen. Das war's. Ich hoffe, ihr habt die 7 Fragen, die ich erwähnt habe, irgendwie beantworten können. Und für mehr verweise ich auf, wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben im Workshop, gucken wir uns noch ein bisschen Code vielleicht an. Ansonsten, Dankeschön und Fragen. Wieso hast du dich entschieden, so TLD-Demo zu machen und nicht irgendwie so einen generischen Kontext-Komponente? Weil ich meine, wenn man jetzt weiterdenkt, vielleicht Location, Zeit, Sensoren haben wir gehört, aber Sensoren sind ja nicht nur Location, sondern vielleicht kommt Temperaturen noch dazu, irgendwas anderes, irgendwie das generische zu machen, dass man da vielleicht einen Kontext-Unit hat. Für die Erfassung von allen, weil vielleicht kann es jetzt war ja das mit dem Time, dann kam die Location dazu und vielleicht kommen wir noch weiter über die Origin. Der einzige Grund ist, weil ich die Daten noch nicht hatte. Im Prinzip, weil sobald ich den Zugriff auf diese Daten habe, kann man überlegen und sagen, naja, eigentlich genau das, was du sagst, du brauchst einen FSO User-Kontext D. Der eigentlich die Umgebungsparameter, die den Nutzer umgeben, eigentlich da abstrahiert. Das wäre dann auch, ich sag mal, wenn wir das Navi-Board integriert haben und das alles gut funktioniert, wäre das vielleicht einfach die nächste Evolution. Also momentan war es ein großer Schritt aus dem FSO-TimeD und FSO-GPS-D, den FSO-TDLD zu machen, weil irgendwann erkannt wurde, ja, eigentlich sind das alles nur Provider für verschiedene Informationen und dann macht es Sinn, das zusammenzuführen. In dem Moment habe ich mangels weiterer Inputdaten nicht noch weiter gedacht. Aber das ist eigentlich die logische Evolution von diesen Dingen. Und ja, dann ist das nächstes Jahr der FSO User Context Day. Ansonsten gibt es keinen Grund, warum es nicht so sein sollte. Noch Fragen? Wie sieht es mit dem Sound aus, mit der Stabilität, dass man da fühlt sich ja auch einiges Linux, wenn man gerade FI3 spielt. Also ich beziehe mich jetzt gerade auf die DK2-Hardware oder Navit oder was spricht und Call reinkommt. Ja. Wie ist denn da die Lage irgendwie? Die Lage ist verzweifelt, weil. Ja. Eigentlich, als ich angefangen habe, die erste Distro für den GDR2 zu bauen, hatte ich Puls Audio im Kopf. Denn wir wissen, Sound ist immer, ich habe immer mehrere Quellen. Ich habe Quellen und ich habe bestimmte Quellen, die priorisiert sind, wenn, das Beispiel, was du gesagt hast, wenn Navid die nächste Ansage macht, muss eigentlich kurz, wenn ein Lied im Hintergrund spielt, das kurz gemutet werden oder runtergefadet, damit der dann sprechen kann, danach wieder hoch. Wenn irgendwie ein Telefonanruf geht, muss das auch gemutet werden. Dazu ist es nötig, dass es eigentlich jemanden gibt, der zentrales Wissen hat. Und eigentlich braucht man einen Mixer-Demon oder irgendwas in der Art. Und ich wollte kurz Audio einsetzen, weil das eigentlich genau das kann. Das kann verschiedene Quellen mixen und auch unterschiedliche Prioritäten verteilen. Und notifizieren, wenn eine bestimmte Quelle irgendwas tut. Das haben wir probiert. Und Puls Audio ist ein unglaublicher Rechenleistungskiller. Ich weiß nicht, was kaputt ist, aber als ich ihn auf dem GT-A2 laufen habe lassen, hat er ungefähr 30-40% CPU-Last gebraucht im Idle-Modus. Das heißt, er hat Nullen multipliziert und hat dazu 30% der Rechenzeit gebraucht. Und da das Ding ja nur ähnlich sonderlich überbordend mit Rechenleistung ausgestattet ist, ist er wieder rausgeflogen. Grundsätzlich sehe ich das in der Verantwortung von FSO, dass man so eine Art hat, ich registriere mich, ich bin ein Audio-Provider, ich mache D&D, ich mache eine Sprache, ich mache Klingeln. Das gehört eigentlich dazu. Ja. Auf anderen Geräten, also wir werden es auf dem Neo nicht sehen.
weil das GTA und zwar ist einfach zu langsam dazu. Da, es sei denn, Puls Audio, jemand würde mal einen Hardware-Mixer schreiben oder auf dem N900 auf dem Palm Pre, glaube ich, hat Palm die Resample Engine in Assembler geschrieben. Der nutzt diesen neuen Neon-Befehlssatz. Da performt das ordentlich. Ich würde hoffen, dass auf neuere Hardware ich auch dann Puls Audio nehmen kann und FSO ist nur noch ein kleiner Convenience-Wrapper über Puls Audio. Auf dem GTA 02 sehe ich das leider nicht kommen. Ich habe ein Puls Audio-Problem. Das Resampling hinterher bei mobilen Devices wirklich einschränke, dass einfach nur die Resamplen oder die Daten anders vorliegen müssen. Weil richtig, allerdings, also mixen musst du immer noch. Ja. Das, ja. Also man könnte vielleicht überlegen, wenn man ein bisschen absprechen sagt, naja, nee, also Muting, es geht entweder nur, also nicht runterfaden und dann rüber, sondern einfach mal wirklich komplett Stille. Das könnte man versuchen. Aber das sind alles Sachen, wo es heißt, die Audiodaten müssen dann erstmal über einen zentralen Beam laufen, bevor sie ans Device kommen. Und da haben wir wieder das ursprüngliche Problem, dass die Rechenleistung eigentlich solche Sperrgrenzen nicht erlaubt. Weil das fehlt dann woanders. Aber grundsätzlich ist die Anmerkung richtig, sobald das mal auf ordentliche Hardware läuft, ist das definitiv was ich im Verantwortungsbereich von FSO sehen würde. Und GTA 4 läuft ja schon mit Puls sein, oder? Davon würde ich ausgehen, weil auf dem OMAP kann das. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Auf dem N900 gibt es auch öfters Probleme mit dem Puls-Audio. Okay. Das macht da immer noch Probleme, da ist ja ein OMAP drin. Gut. Da müsste man im Einzelfall mal wirklich reingucken, wo das Problem wirklich liegt. Also beim Palm funktioniert es wunderbar. Also die verwenden den auch und die haben ja auch einen OMAP, glaube ich, ja, der Palm-Krise. Keine spezielle Soundhardware oder irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Also die Soundhardware ist da relativ dumm. Ja. Das ist dieses Mapping, der OMAP, da war halt irgendwas mit DSP dabei, das war das so ein klassisches. Wenn man so ein DSP reinstopfen möchte. Ja. Kann man ein bisschen Code für machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder wenn man jetzt sagt, naja, wir haben ein FPGA vielleicht irgendwann drauf. Das ruft natürlich nach Audiobearbeitung oder sowas. Ja, wobei, wenn man ein Systemkonzept, der hat eben den Audio-Teil, den Power-Controller, das wird integriert. Ja, das ist gut. Einfache. Teilweise macht ja der Audio-Controller, den Power-Controller, Audio-Teil machen, die Mischung für Digiton und Lautsprechersignal macht er für den Audio. Die Daten können dann entweder an den Overclass oder vom OMAP an den Audio, und zwar im OMAP entweder an die CPU oder den DSP. Das heißt also, man hat dann mehrere Möglichkeiten, man kann den DSP nutzen, man muss ihn nicht, man kann das über CPU machen. Ich glaube, es gibt auch Modes, wo es einfach per DMA irgendwie aus dem Speicher in den Sound geschoben wird. Und der Palm Pre im Meta-OMAP-System hat dann der Benefit die gleiche Grundarchitektur, da mag es kleine Unterschiede geben, weil der OMAP ja auch weiterentwickelt wurde. Das ist auch ein bisschen abartig, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Die haben da ein SysFS-File, in das man verschiedene mehr oder minder undokumentierte Kommandosequenzen pipen muss, um das Routing zu ändern. Also auch hier sieht man wieder was. Die machen wahrscheinlich die Low-Level-Steuerung von diesem Audio-Controller. Genau, da natürlich das DSP-Interface ganz geschlossen sein muss. Hilfe, das könnt ihr ja was abgucken. Aber dazu ist FSO dann auch da. Ja? Dieses Piping von irgendwelchen magischen Dingen, das würde man dann eben auch drunter abstrahieren und fertig. Ja. Aber das, jetzt kann GTA 02 dem Puls Audio helfen, wenn die Applikation, die man so im Wesentlichen verwendet, wenn die sich alle auf die gleiche Sample Rate einigen würden, dass man wirklich bloß noch mal das reine Mischen wäre, wirklich bloß eine Addition oder eine Einfallsverteilung, dass man das Resampling wenigstens wegkennt. Und wir sagen immer alle mal, 8 kHz reicht für Telefonie, das reicht für Auto und irgendwas. Es wäre noch mal ein Versuch. Also
es wäre doch mal ein Versuch wert, als das letzte Mal jemand mal versucht hat, das ist erst wieder anderthalb Jahre her und Butzaudio ist ja auch nicht stillgestanden. Momentan kann man die aktuellen Butzaudios gar nicht mehr für ARMv4 kompilieren. Da muss man auch nochmal ran. Der hat leider da irgendwas in dem Versuch, ein paar Low-Level-Sachen zu unterstützen, hat er, glaube ich, ein ARMv5 Backend irgendwie gebastelt, was automatisch, wenn der ARM cross-kompiliert, genommen wird. Und das haut uns dann in die Ohren, weil der ARMv4 das eben halt nicht kann. Da müssen wir nochmal im Einzelnen angucken und einfach nochmal ausprobieren, ob es vielleicht damit geht. Gut, ich denke, aus Zeitgründen machen wir hier erstmal Schluss. Ich bin noch eine Weile da für weitere Fragen. So, dann. Ja.